Malerische Heidelandschaften treffen auf norddeutschen Charme. Herzlich willkommen zu Wunderschön. Es geht in die Lüneburger Heide. Das Grundwasser in der Region gehört zum hochwertigsten in ganz Deutschland. Gerhard Bosselmann ist darauf angewiesen, dass das auch so bleibt. Er stellt Gin aus dem Wasser der Lüneburger Heide her. Und auch alle anderen Zutaten stammen aus der Heide. Also da vorne gehen wir jetzt hin. Ich sehe da einen Wacholderbusch, den kenne ich schon. Weil es ja mein Gebiet hier und da kennt man seine Büsche und weiß, wo der Wacholder herkommt. Jo. Und genau da sind wir. Und hier ist der Wacholder schon reif. Das sind die dunkelblauen Beeren. Aha. In Wirklichkeit sind das ja rein botanisch, sind das keine Beeren, sondern Zapfen. Und es gibt 60 Sorten von Wacholder. Und wenn du den liest, erstens mal piekst das fürchterlich. Ja, das piekst. Aber wenn du den so verdrückst, mach mal in richtig mit zwischen den Fingern verdrücken, riech mal dran, da riechst du dieses Wacholderöl. Und richtig fest zu drücken und zu reiben, darüber werden wir nachher noch viel sprechen. Ja, jetzt riech ich's. Genau. Ja, man muss aber wirklich ein bisschen reiben auch, ne? Genau. Und damit du nachher nicht reiben musst, brenne ich das ja und dann kann man das trinken. Gerhard extrahiert die Aromen ausgewählter Heidepflanzen oder wie er sie nennt, Botanicals für seinen Gin. Für das Pflücken der Kräuter hat er eine Sondergenehmigung von der Naturschutzbehörde, denn das ist ansonsten strengstens verboten. Wacholder ist nicht die einzige Zutat, die von hier kommt. Was kommt denn alles rein in so einen Gin? Da ist der Wacholder drin, es ist Schwertlilie drin. Es ist bei mir sind die Botanicals der Heide drin. Das ist Hagebutte, es ist Schlehe, Preiselbeeren und Johannisbeeren. Douglasienspitze, rosa Pfeffer und noch ein paar Dinge, die ich hier nicht sage. Aber es ist alles von hier. Aber jeder hat so sein Geheimnis. Finde ich auch schön. Gerhard ist vor einigen Jahren aus Hannover in die Lüneburger Heide gezogen. Ich bin anders geworden durch die Heide. Wenn hier, hör mal, hier hörst du nichts. In seiner kleinen Brennerei geben die Heidepflanzen dem Gin das besondere Aroma. So. Ja, das ist mein Reich. Und das ist die Brennerei. Und das sieht ja spektakulär aus, dieses Gerät. Was ist das? Ja, das ist mein Destillationsgerät für Gin. Und deswegen müssen wir jetzt das, was wir vorhin gelesen haben in der Heide, das werden wir jetzt mörsern und dazufügen und dann kann das vor sich hin brennen. Und in ungefähr anderthalb Stunden kommt dann der Gin raus und dann ist hier alles ginvoll und wundervoll. Gut. Wie in einer alten Überlieferung sammelt Gerhard einige seiner Zutaten auch beim Mondschein im nahegelegenen Pietzmoor. Früher wurde Mondholz geschlagen, weil das stabiler sein sollte, wenn es bei Vollmond geschlagen wurde. Gerhard glaubt, dass seine beim Mondschein geernteten Douglasienspitzen saftiger seien. Es ist ja wirklich Handarbeit hier, ne? Es ist alles Handarbeit. Und du stellst die ganzen Flaschen, die du verkaufst, hierher? Hier. Genau hier. Gerhard war früher Geschäftsführer einer großen Bäckereikette in Hannover. Die hat er jetzt verkauft, um sich voll und ganz dem Gin zu widmen. Mmh. Das riecht schon jetzt so gut. Alle Zutaten kommen zusammen mit Wasser und Alkohol in den Brennkessel. Dann heißt es warten. Feste.
Den Rest macht die Maschine? Ja, und ein bisschen mein Gefühl. Aber die Maschine hilft mir dabei. Das ist gar keine Maschine, das ist so ein Partner von mir. Und die spricht mit mir. Und ich brauche gar keine Thermostate mehr oder sowas. Ich höre das, ich rieche das und wir haben uns jetzt ins Gefühl. Wir haben ein ähnliches Verhältnis. Sie hat das Sagen und ich mache das. So, und das dauert jetzt ungefähr 1,5 Stunden, bis sie anfängt. Ich brenne inzwischen nächtelang. Das ist eine riesengroße Freude. Und dann bin ich hier ganz allein, mache die Tür zu, dann höre ich Beethoven oder Haydn oder Toccata und Fuge in D-Dur. Und klassische Musik offenbar auf jeden Fall. Klassische Musik und dann läuft die Brennerei im Hintergrund, da bin ich einfach glücklich. Das ist ganz einfach, das ist ein Glücksgefühl. Ich brenne Glücksgefühle. Das hört sich schön an. Dann stehe ich hier und gucke dazu. Und dann trinke ich ein, dann höre ich die Musik und dann bin ich happy. Die ganze Nacht? Ja. Schon ein bisschen schräg. Ja, aber Emotion pur, oder? Ja. Ich bin aber völlig normal, aber das sagen sie alle. Du hast mir vorhin erzählt, dass der Gin und die Lüneburger Heide dein Leben verändert hat. Warum wolltest du denn, dass etwas dein Leben verändert? Naja, das sind ja immer so Geschichten, die eigentlich keiner hören will, aber die das Leben schreibt. Und hinter jeder Erfolgsgeschichte sind auch viele Tränen. Ich habe meine Partnerin verloren, mit 41 an Brustkrebs. Ich habe viel erlebt im Leben und daher weiß ich, wie schön jeder neue Tag ist. Und ich bin sehr dankbar. Und ich bin angekommen, ich bin dünnhäutiger geworden. Ich bin zerbrechlicher geworden. Und wenn ich in der Heide bin und die Tür ist zu und die Anlage läuft und die Musik läuft, dann tut mir keiner weh. Und dann bin ich dankbar für jeden Tag, wo ich aufstehe, bin gesund und kann glücklich sein. Aber das wertschätzt man nur, wenn man es mal nicht war. Ich bin einfach angekommen und dankbar und glücklich für jeden Tag. Und das ist doch eigentlich wunderschön. Gin mit Zutaten aus der Lüneburger Heide und gebrannt mitten in der Lüneburger Heide. Wie das wohl schmeckt? So, das ist der Heide-Gin. Der kommt so ein bisschen kantig um die Ecke, weil wir in der Heide sind wir auch ein bisschen so. Und dann wird alles gut. Norddeutsch eben, ne? So sind wir. Zum Wohl. Zum Wohl. Der hat jetzt 43%. Aber du musst mal, wirklich, der ist ganz mild, wenn du ihn trinkst. Der ist im Mund, sagt er stark. Ich komme aus der Heide, ich habe auch ein bisschen Bums. Und wenn du ihn getrunken hast, ist das ganz mild, der tut nicht weh. Und das kommt von dem Heidewasser, von diesem langen und tiefen Brennen, das ich mache. Aber, das ist schön. Ich finde, er schmeckt auf jeden Fall so, wie es die ganze Zeit gerochen hat. Genau. Aber schon auch stark. Sind wir eine Heilige alle. Außerdem ist es ein gutes Getränk und der muss auch ein bisschen Charakter haben und kräftig sein und sagen, ich komme aus der Heide. Dann Prost auf die Heide und danke, dass ich dieses ganz besondere Getränk hier zu mir nehmen darf mit dir.
war mir eine Freude. Es war mir auch eine Freude. Danke. Prösterchen.